Hallo, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. So, Ich hab da ein Stadion Union trainiert. Oh, bist Level 19 so. Mhm. Als Jungglut hast du glaube ich auch gelevelt, einen Level, oder? Ja, weil das Stadion Union zweimal oder so tot gegangen ist. Mein armes Stadion Union. Ich Was bin du? Camillo, der Arenaleiter von Forst Aurahafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist. Mindestens mehr als eine Hand. Aus Fleisch, Blut, Knochen, noch was? Ja. Muskeln und alles. Und ich habe aus Versehen Stolioni Eisenabwehr beigebracht. Wieso? Versehentlich. Ich habe ganz auf A gedruckt, dann ist es passiert. Jetzt ist es tot. lass einen Stolunior bitte nicht auf dieser Insel leveln. Ich glaube, das wird auf dieser Insel nichts. Das war schwer mit diesem Makuhita in der Höhle. Ich war froh, als ich Metallklaue bekommen habe, ey, dann ging es so gut ab. Ich glaube, das müssen wir dann wahrscheinlich auf einer anderen, woanders dann leveln. Ja, nee. Ich frage mich gerade, warum das Spiel so leise ist. Ich weiß es nicht. Hast du den Sound runtergedreht? Skype hat den runtergedreht. Skype hat den runtergedreht. Ist auch mal gut. So, so ist es besser. Anikita. Oh, ein Fokus. Oh. Nächstens 200. Das sollte bei Makuhita am besten sein. Das ist jetzt eh richtig nervt. Das habe ich immer gehasst, ey. Ich habe Stunden gebraucht, um das zu besiegen. Jetzt ist das Ding auf Level 19. Also, oh. Ja, ist halt Luft gegen... Oh, so viel hat es noch nie abgezogen. Oh, jetzt wird es spannend mit dem Verteidigungswert. Oh, nee. Eine Beere erstmal, wie auch 100% heilt. Oh, Zitro-Beere. Ich glaube, ich habe auch eine Beere. Nee, Beere habe ich rausgetan. Ja, scheiße. Wieso hätte ich mal wieder reintun wollen? Protz, oh ne, jetzt protzt doch noch ganz halt rum. Jungglut erlernt ja auch Protzer, ne? Kann sein, aber würde ich ihm nicht beibringen. Oh! Cool! Oh, ich bin stolz auf unser Jungglut. Level up. Hahaha, haben wir erhalten. Oh, nur 1000. Nicht genau. Nee, innerhalb von 3 Minuten. Boah, das war natürlich der kürzeste Kampf gegen Camillo, den ich je hatte. Und jetzt habe ich das nicht gelesen. Und du kannst die vor allem Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. Das ist Protzer, glaube ich. Item 08 enthält Protzer. Diese Attacke gibt den Status des Angriffs und der Verteidigung. Braucht man nicht. Genau. Das ist ganz wichtig, weil in dem Fall nämlich, dass wir nochmal gegen ihn antreten möchten. Jetzt haben wir aber nicht die erste Arena-Leiterin drin. Tja, da haben wir wohl verkackt. Jetzt sind wir auch auf dieser Insel fertig, ne? Das ging schnell. Auf der Insel machst du ja eigentlich auch generell nicht viel. Treu sein, hier sein Briefchen geben, kurz den Arena-Leiter besiegen und dann gehst du eigentlich wieder. Das heißt kurz, der ist eigentlich richtig schwer gewesen. Für mich nicht. Ich hab immer voll die Probleme da gehabt. Ich hatte aber auch meistens das Wasser-Pokémon. Ich hatte irgendwie fast immer Wasser-Pokémon als Starter. Graphic City. Juhu, Minischiff fahren. Guck mal, die Schiffe sind fast so groß wie Menschen. Ja. Und sie bleiben stehen, wenn jemand telefoniert. Hm. Ja, ahoi. Oh, das ist jetzt hier nervig. Hier sind zu viele Trainer. Gut, dass ich den jetzt nicht lesen musste. Ach, scheiße, ich spreche ihn mal eben an, okay? Oh, danke für Pudersand. Ich wusste gar nicht, dass sie das gibt. Das
Weil ich hab schon mal mit allen geredet. Alter, verstärkt Bodenattacken. Ach, nee, hat ja schon den. Der Junior hat ja schon eine Attacke. Ich würde sagen, ich würde... Irgendwann kannst du ein Pokémon unendlich viele Items in die Hand drücken. Ja. Ach, und dann kannst du keine Attacken mehr ausführen, weil es voll mit Items ist. Leg mal, da hast du alle Items gegeben. Alles ist vorhin mit. Full Talk! Hydro-Pumpe mit... mit Meisterball! Ja, irgendwie sowas. Ein Treffer. Yay, ein Volltreffer! Und bist du schlecht, Wingull? Oh, nee, nicht schon wieder. Die schlechte Macholo, das kann gar nichts. Wir packen wieder One-Hit oder irgendwie was. Ja. Boah, ich dachte jetzt schon einen Karatschlag, ey. Hätte ich jetzt eigentlich auch wieder irgendwie sowas erwartet. Ja, aber soll er sterben. Bringt immer ein. Kann man hier nicht gleich hier Sprudelwasser holen? Kannst du ja überall generell diesen ganzen Kack. Man, hier konnte man den dann nur kaufen, bei diesem Laden hier gleich, oder hau, wo drei Trainer ja zwar sind. Sicher, dass du es nicht auch da bei diesem einen, bei der einer Stadt da kriegst? Hier. Da direkt am Wasser. Was, es hat keine Wirkung? Achso, ja. Falsch ausgewählt. Oh, Zigzag hat ein Item. Zigzag hat immer Item. Komm, Superball. Und Schutz. Ist auch schon mal was. Komm mal schon mal wieder erst hier rein. Na klar, Junge, mit dem Schwimmreis. Was ein kleines Kind will uns zeigen, wie geil deine Pokémon sind? Ja, Azurill. Sind das schon leer. Also Stolunio kann sich ja echt lassen. Erst muss sie gegen Kampf kämpfen, jetzt muss sie gegen Wasser kämpfen. Und gleich gegen Pflanze, wenn das überhaupt effektiv ist. Das könnte so sein, weil Stolunio ist ja Stahlboden. Ich glaube, Pflanze ist auch effektiv gegen Boden, oder? Stahlboden? Das ist doch nur Stahl. Ne, Stahlboden ist er. Was? Stahlboden ist Stolunio. Wir haben aber ein anderes Pokémon, das auch Boden ist. Ist egal, dann haben wir zwei. Oh, Stalinio auch geil. Ja, bringt ja voll viel. Aber Stahl gegen Wasser bringt nicht sehr viel. Los, Köpfchen weg. Oh Gott. Das ist das langweiligste Mario, was ich hier gesehen habe. Mhm. Danke, Stolunio. Oh, wie viel XP der bekommt. Stolunio, der macht heute noch Level Up hier. Der Boah, entwickelt sich. Da habe ich ja gefühlt in der Höhle mehr bekommen. Na, das sind ja auch nur Trainer. Was kommt jetzt? Bitte nur ein Pokémon. Ja, Goldini. Goldini, Goldini. Das ist auch schon wieder an Wasser. Goldini. Doch, das setzt dann irgendwie Hydro-Pumpe ein. Ja, genau. Boah. Ja, ich liebe es, wenn man verwirrt ist. Jetzt kommt erstmal hat sich selbst. Ja, natürlich. Muss ja sein. Schönes Pokémon. Da haben wir ja gelernt aus der Pokéschule, ne? Wenn man das Pokémon wechselt, ist es nicht mehr verwirrt. Sehr effektiv. Warum ist das effektiv und ich keinen Silberschnabel? Okay. Der XP ganz viel. Cordula. Ich glaube, Jungglut könnte vielleicht sogar auch noch Feuerboden sein, oder? Nein, Feuerkampf. Ja, sie kann Feuerkampf. Wir sind ganz schön effektiv gegen Wasser. Stolunio, du schaffst das. Wehe, du enttäuschst mich. Die Truppe tot. Logok später, weißt du? Die Truppe tot.
Dann alles andere Pokémon, Hydro-Pokémon wird tot. Du schaffst es. Siehst du? Guck mal, ist ja effektiv und mehr als direkt abgezogen. Jetzt hätte Brüller oder sowas kommen müssen und dann kommt Zickzack nach vorne. Bam bam. Level up, Hollow. Also Stolunio, du wirst diesen Kampf irgendwie noch Level up hoffen. Oh, er schreckt zurück. Schreckt aber. Level up. Ah, Level 20, hier doch. Und kein neuer Tag. Und jetzt ist Tentara aus. Schade, das heißt, kann Stolunio schon eine Bodenattacke? Ja, zumindest effektiv gegen seinen Griff. Lebensschelle. So, ja, Lebensschelle macht doch an sich keinen Damage. Also, doch, aber. Oh, ist unten der daneben. Volltreffer. Irgendwie immer beim zweiten Angriff, wenn die so oder so schon tot sind, machen wir Volltreffer. Ja, klar. Stolion ist so durch so Level, ne? Da kriegt man so wenig XP. Wir brauchen einfach nur viele. Du bist brandheiß, die Kämpfe glühen geradezu. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zum Dank schenke ich dir etwas. Es sind 6 Flaschen Sprudel. Wow. Ich habe mich hier immer eingedeckt mit Sprudel. War relativ günstig. Also jetzt kannst du sie einzeln kaufen, ja? Ja. Gut, dann kauf mal bitte, bis wir 95 haben. Ich würde es verkaufen, weil es eigentlich günstig. Ich habe 50 oder 100 halt das. Ich brauche anscheinend sind es nur 10. Guck mal, wie viele das heilt überhaupt. 60 KP. Und ich meine, es ist auch günstiger zu kaufen, weil super Trank. Gott, ey. Überleg, leg mal wirklich, es kauft einer so richtig viel. Dauert doch dann Ewigkeiten. Ich werde jetzt mal irgendwie noch eine Limonade brauchen wir noch. Limo. So, noch einen kaufe ich. Ja, gleich unser ganzes Geld musst du ausgeben dafür. So, fertig. So, jetzt erstmal hier den Strand besiegen. Mit dem Doppelkampf. Oh. Den sieht man auch so gut. Ich dachte, der wäre nur 2. Wingul. Ich hatte noch nie einen Wingul und einen Meryl in meinem Team. Meryl an sich auch nicht, aber die Weiterentwicklung von Wingul schon mal. Das ist die letzte, genau, die mit dem riesen Schnabel. Doppel. Kick. Stell dir mal vor, wir hätten das jetzt mit einem KP überlebt. Wir hätten dann nochmal Jungblut drauf eingesetzt und dann wäre er Volltreffer gekommen. Sieht ja viel aus. Das ist ja auch nur Level 13. Das ist nicht sehr effektiv, aber es sieht fast das alles ab. Volltreffer. Oh, wie viel XP man da bekommt, guck mal. Oh, jetzt hat er noch mal auf beide aufgeteilt, gut. Mach 3? Beide. Nicht 3. So. 3 verstanden. Naja, Zickzack will ja auch nicht ohne EP auskommen, ne? Das Zickzack konnte doch Surfer. War das nicht so? Sein. Das war das Zickzack und Surfer konnte. Aber jetzt kann ich es jetzt nicht zeigen. Sanscha Günther. Auf. Der Kerl heißt Günther. Na ja? Das ist ein Günther. Oh nein, ey. Oh. Ey, die finden wir doch eh nie wieder, wenn wir uns anrufen und uns nochmal herausfordern. Da suchen wir doch dann ewig nach dem.
Das ist ein Pokéball, du rennst am Pokéball weg. Ich versteck mich und jetzt spreche ich eine Person an. Nee, ich mach lieber Doppelkampf. Na toll. Dass es so lange gebraucht, dass daraus ein Trank wurde. Die sagt, so ein Sonnenschirm sieht aus wie eine riesige Blume. Ja, total. Also ich finde, die erinnern mich an Vulkane. Warum? Ich weiß es nicht. Also genauso gut sehen sie aus wie eine riesige Blume. Doppelgeg. Boah, es ist langweilig, gegen Luca-Pokémon, ein ganz schnell das gleiche Typ. Der Unterschied zwischen Azurill und Marill ist einfach nur, dass dann plötzlich Azurill auf der Kugel hüpft. Marill hüpft doch auch auf der Kugel. Marill nicht, Marill hat die Kugel irgendwo hinter sich. Ja, ach ja. Und Azurill hüpft jetzt einfach drauf. Wow, was für eine krasse Veränderung. Ja, und die letzte Entwicklung hat gar keinen mehr, glaube ich. Oder nur einen ganz klein. Okay. Boah, 42 EXP, das ist so viel. Ich bin richtig erstaunt. Hier ist noch ein Temperer. Jetzt ist es eh weg. Armes Tentachi. Wir brauchen noch einen Junior. One hit. Carlo. Plancher Carlo. Wie geile Namen die haben. 96 Pokédollar? Ja, was kriegt nicht, man denn für... Die sind ganz klein, die haben nur so viel. Ist hier irgendwo noch einer? Irgendwo ja, unter dem Schirm oder so? Ja, da wo sie niemanden sieht, ist doch so. Okay, müssten wir eigentlich hier fertig sein. Bevor wir nach Graphic Port City gehen. Ist die Folge jetzt Ende. Boah, wieso sind denn immer 15 Minuten sofort? Und tschüss. Und bis zum nächsten Mal.